Hallihallo und ein herzliches Willkommen. Ach, jetzt, oh Gott. So, und einmal aussteigen. Hoppla. Wo sind wir denn hier? Okay. Oh nein, ich will nicht auf das Band. Okay, mal kurz gucken. Hier können wir nichts machen. Da können wir die andere Seite kommen. Super, da bist du ja. Lass mich lieber neben dem Weg loswerden. Oh. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Halt die Fresse. Klingt verrückt, ich weiß, aber okay, das fasse ich dann mal als Nein auf. Schön, dann also, möge der Bessere gewinnen, möge der bessere Roboter gewinnen. Das hört sich doch gleich viel sympathischer an. Können wir den auch eventuell... Ach, jetzt... Okay. Ja, fast. Mist. Komm schon. Los geht's. Sub, 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 sub. Yay! Ist das das Sonnenlicht oder ist es die Kernschmelze, die gerade Erfu produziert? Hä? Ich hab's nicht ganz geschafft. Verdammt. Es war nicht ganz mittig. Nochmal. Und. Hopp. Ich weiß nicht, was er vorhat. Dann bitte. Okay.
Oh, okay, was soll mit ihr nicht stimmen? Sie bekommt Gefühle, kann das vielleicht sein? Gefühle. Yep. Okay. Irgendwie tut's mir ja auch leid, ne? Das Einzige, wo ich mich verstecken kann. Außerdem habe ich auch Band, wie du sie getötet hast. Und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Dann direkt. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu schneiden. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als muss ich dich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Und das wiederum führt zu Fehlern, tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. Ah, und jetzt habe ich doch meinen ersten Fehler gemacht. Scheiße, ich habe mich getroffen. Die alte Ache ist gegangen. Und bei dem, was du jetzt weißt, wirst du das Konversionsspiel bestimmt nicht mehr benutzen wollen. Oh, grausames, unbarmherziges Schicksal. Das Konversionsgel hat seit Jahren in der Röhre gesteckt. Wenn du mit einem Portal da durchgehst, fängst du dir bestimmt eine Fleischvergiftung ein. Und wahrscheinlich auch Schuppenflechte und Fußpilz und Cholera oder sowas ähnliches. Entsetzlich. Das wird sogar noch schlimmer, als wenn ich dich einfach in die Luft gejagt hätte. Au, au, au. Es ist doch nicht zu spät. Das muss alles nicht passieren, wenn du nur das Gel nicht benutzt. Benutz einfach nicht das... Hab ich's wieder getan. Ich habe meinen Plan verraten. Aber ich kann nicht mit ansehen, wie du dich zugrunde richtest. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Ach, jetzt macht das Sinn. Ich dachte, du wärst die erste. Nein, die fünfte. Denn die sechste. Du kannst dir ausmalen, was anderen fünf passiert ist. Weißt du was? Ich denke, wir sollten die höfliche Zurückhaltung aufgeben. Also Klartext. Sie sind alle elendig verreckt. Versucht dann die Portalkanone zu kommen, wie du da jetzt in deinem Kopf hältst. Aber anders als die anderen. Guter Springer, Problemlöser, clever. Aber der Ehrgeiz, das ist deine Schwachstelle. Meine ist. Oh oh, meine hätte ich mich verklappert. Wie mir das kleine Video. Da ist er wieder unser ungeschädigter Fuß. Bin ein Trottel. Wir haben schon viel miteinander erlebt, nicht wahr? Hä? Was soll ich jetzt machen? Was gefällt dir an der Schnecke? Das ist die
Hä? Ich mag das, das macht keinen Sinn für mich. Okay, das hier. Wie soll ich sie nur ansprechen? Hi, Sonne. Oh, Mann. Guck, eine Finsternis. Nicht gucken. Oh ja, ich weiß. Fangen wir in den Weltraum. Hi. Wo fahren wir hin? Hey, Lady, wo fahren wir hin? Fangen wir in den Weltraum. Lady. Jetzt, Gottes Willen. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert. Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Die verdammten Pumpen drehen fest. Mach nichts! Ich hab die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eine Kugel an deiner Feste. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Mann. Willst du mich überwachen? Au! Denkst du vielleicht, dann falle ich von der Decke? Vergiss es! Ich bin nicht nur genial, sondern Okay. Okay. Oh nein! Oh Gott, Blutsakrement, echt wahr. Ich hasse es, mit Zeit so irgendwas zu machen. Ich kann doch sowas nicht. Okay. Du gehst auch heiß her. Nein! Oh, Blut! Okay. Hast du das gehört? Eine Explosion. Jetzt wird's endlich gefährlich. Das ist wie meiner. Nein, viel besser. Das braucht einen eigenen Feiertag. Explosionstag. Fröhlichen Explosionstag, Süße. Ich sag... Warnung. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Wo? Durch Träume erinnert uns das Körperbewusstsein daran, dass unsere Muskeln geschult sind. Darum sind wir unsere Tiger und dreimal so lange wie die Menschen. Es wird möglicherweise behauptet, dass die. Wie zum Henker soll ich da hinkommen, bitte? Nikola Tesla hatte diese bereits Jahre zuvor mit dem Namen Tesla Pain patentiert. Nutzer auf seine Rechnung. Fakt ist, der Weltraum existiert nicht.
Was? 30 Sekunden? What the fuck? Wie soll ich denn das schaffen, bitte? Genau. Das schaffe ich niemals. Ja, das war's. What the fuck, Alter? Oh, ich hasse es, mit Zeit irgendwas zu machen. Das... Ach, oh, da wäre ich gleich aggressiv, hey. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, echt.